Hallihallo. Ja, einen wunderschönen Sonntag nach Deutschland. Heute haben wir endlich wieder die Gelegenheit, uns mit Hildegard von Bingen, der spirituellen Heilerin aus dem 12. Jahrhundert, zu beschäftigen. Wir haben ja, dies sei für alle Tausende Neuankömmlinge gesagt, wir haben ja in den letzten Wochen regelmäßig Artikel über Hildegard von Bingen gelesen, aus Büchern vorgelesen. Hildegard von Bingen war eine Seherin, die aus dem Licht empfangen konnte und durfte Wahrheiten und Informationen zum Thema Gesundheit, Kräuter, zum Thema Lebensmittel, die sie oft auch als Heilmittel bezeichnet und uns eben auch die Empfehlungen gibt, welche Lebensheilmittel für welche Zustände oder eventuell auch Krankheiten gut sind und welche nicht. Und sie hat auch viel aufgeschrieben über die Psyche, die Seele. Und sie vertritt ein ganzheitliches Konzept, das heißt Seele und Körper, oder sagen wir Geist, Seele, Körper, müssen in einer Balance sein. Also in einer Stabilität und die sich übrigens auch gegenseitig stützen. Hildegard von Bingen erklärt uns auch, welche Untugenden den Menschen in welche Krankheiten treiben können. Und dass wir selber viel bestimmen können, ob es uns gut geht oder nicht so gut geht, indem wir unsere Gedanken, unser Tun, unsere Worte viel besser beobachten und kontrollieren. Sie erklärt 35 Untugenden in einem Buch, das wir hier seit einiger Zeit durcharbeiten. Das Buch heißt Die Psychotherapie der Hildegard von Bingen, Untertitel Heilen mit der Kraft der Seele. Geschrieben hat das Buch Vikat Strelo. Vikat Strelo ist gemeinsam mit Gottfried Herzka mehr oder weniger einer der Entdecker Hildegard von Bingens gewesen für unsere westliche Kultur. Denn die Aufzeichnungen, die sie in riesige Folianten in lateinischer Sprache gebracht hatte, waren für hunderte Jahre verschwunden, verschüttet. Und die beiden, also als erster Herzka, fing also mit der Aufarbeitung, mit der Übersetzung an. Strelo ist dazugestoßen. Es gibt einen dritten im Bunde, der heißt Helmut Posch. Der hat in Österreich das Unternehmen St. Hildegard Posch und eine riesige Anbaufläche von Bio-Kräutern und Mitteln, um eben die Mixturen, die Hildegard empfangen hat und empfiehlt, herzustellen auch. Vieles kann man selber machen, manches nicht. Also wenn es zum Beispiel um diese heilende Galgantwurzel geht, die aus Asien kommt und die jetzt so nicht wirklich heimisch ist bei uns, dann ist eben Posch derjenige, der trotzdem diesen Galgant anbauen kann und diesen halt in so Tabs gepresst hat und eben auch so verkauft an die, die diesen Galgant gerne haben möchten. Und dieser Galgant ist zum Beispiel ein, also ich habe ihn immer in der Tasche, weil er sehr hilfreich ist, wenn irgendetwas mit dem Kreislauf oder dem Herzen nicht in Ordnung ist. Und er sagt, es ist im Prinzip das richtige Naturmittel gegen die drei SCHs, was das Herz betrifft, Herzschmerz, Schwindel und Herzschwäche. Und gerade auch, wenn man zu viel gegessen hat, wenn irgendwo sogenannte Winde festsitzen, wenn man fast Koliken bekommt, weil im Magen-Darm-Trakt alles durcheinander geht und vielleicht auch die Gase hochdrücken und oft das Herz beschweren, dann ist der richtige Moment, wo man diese Galgant-Tabs nimmt. Und gerade in den unruhigen Zeiten jetzt sind die auch bei uns hier herzlich willkommen. Also wir nehmen das auch jeden Tag, weil auch wenn Aufregung ist, dieser Galgant
wärmt den ganzen Körper durch und entspannt. Also entspannt auch die Muskeln. Es ist eine scharfe Wurzel, aber man soll sie eben auch mit Wasser trinken. Und wenn es einem richtig schlecht geht, ist es auch gut, ein paar davon zu nehmen und Wein heiß zu machen, ein bisschen mit Wasser verdünnen und dann diese Tabs darin aufzulösen und diesen Wein zu trinken. Dann geht das noch schneller durch das Blut in den Körper. Am besten dann hinlegen, das Ganze, also sich entspannen lassen, und meistens möchte man nach 10 Minuten schon wieder aufspringen, weil alles vorbei ist. Es ist wirklich wie ein Wundermittel, und das ist halt Hildegard von Bingen, die diese Dinge empfiehlt. Ich habe hier viele andere Empfehlungen gegeben, beispielsweise kann man gerade im Sommer ja oft, wenn man draußen ist, kommt man nicht dran vorbei, dass die Mücken einstechen oder andere Insekten. Und es heißt bei Hildegard sinngemäß, überall dort, wo der liebe Gott Mücken eingesetzt hat, was ja praktisch auf der ganzen Welt der Fall ist, lässt er auch den Wegerich wachsen. Und der Wegerich, den kennt ihr mit Sicherheit, und wenn nicht, gebt es einfach im Internet ein und schaut euch die Pflanzen an. Es gibt einmal den Spitzwegerich und einmal den Breitwegerich. Und wenn ihr diese Pflanze nehmt, die einen zerreiben es zwischen den Fingern, bis ein grüner Saft kommt, die anderen kauen drauf herum, bis der Saft kommt. Auf jeden Fall dieses Blatt, das dann den Saft hergibt, auf diesem Stich verreiben, oder Biss, kann auch ein Insektenbiss sein, verreiben und das so 2-3 Mal machen, richtig einwirken lassen, und es wird keine große Schwellung kommen, es wird keine Entzündung kommen, wie das ja manchmal ungebetenerweise der Fall ist, sondern ihr bekommt das mit diesen Naturmitteln weg. Also es sind echte Wunder. Und wir arbeiten aber jetzt das Buch über die Seele durch, nämlich die Psychotherapie der Hildegard. Und wir haben in den letzten Tagen schon einiges an Untugenden und deren Folgen für den Menschen durchgesprochen. Und Hildegard sagt so, also sie sagt, da ist eine Untugend, und dieser Untugend wird der Spiegel vorgehalten. Damit meine ich nicht das Magazin, sondern einen echten Spiegel. Und hier spiegelt sich dann die Tugend wieder. Und auf diese beiden Pole geht sie ein und erklärt uns, wie wir uns verhalten können, um aus gewissen Mustern, die wir uns eventuell durch eine vielleicht nicht ganz so liebevolle oder etwas vernachlässigte Kindheit zugezogen haben oder durch gewisse andere Umstände im Laufe des Lebens, Erlebnisse, Erfahrungen, die man machen musste. Der ganze Mensch heutzutage besteht aus vielen Mustern. Manche sind tatsächlich auch noch unbewusst, und deswegen ist es wichtig, dass man eben anfängt, seinen Geist für diese Dinge einmal zu öffnen und besser, genauer auf sich schaut, besser, genauer auch zuhört, was sagt die innere Stimme, wie klinge ich, wie schwinge ich, raus aus nur materiellen Themen, diesem Hamsterrad, in dem viele sind, und innehalten, auf sich achten, sich fragen, was ist eigentlich mein Sinn hier? Und das alles, was ich tue, darf ich das eigentlich? Schädige ich vielleicht jemanden oder die Natur oder die Tiere? Bewusstsein, ein Bewusstsein entwickeln, das ist das Wichtigste. Dazu gehört auch, möglichst so oft es geht, in die Natur zu gehen. Ich sage oft, umarmt einen Baum, setzt euch unter einen Baum. Haltet inne, geht barfuß über eine Wiese oder durch die Erde. Nehmt Mutter Erde in die Hand, lasst sie durch eure Finger gleiten, spürt, riecht daran. Also die Verbindung, die Erdung wiederherzustellen einerseits und andererseits damit gleichzeitig eine Verbindung nach oben in den Himmel herzustellen. Bewusstsein erweitern. Ja, und heute heißt es bei Hildegard, es geht heute um die Untugend Seelenkälte.
Und dieser Seelenkälte steht gegenüber die seelische Ausstrahlung. Zur Seelenkälte gehört der Seelentod, dem steht gegenüber das Seelenheil. Der Seelenkälte gehört auch die tote Seele an. Gegenüber steht natürlich die lebendige Seele. Zur Seelenkälte gehört Verderben. Aber das Gegenüber heißt Heilung. Und zur Seelenkälte, und das ist jetzt besonders wichtig, gerade auch in Zeiten von Mikroben, die Abwehrschwäche. Und natürlich steht dem gegenüber die Abwehrstärke, mit der wir allen Untugenden zu Leibe rücken können. Wir müssen nur viel genauer in die Dinge hineinfühlen und viel genauer erkennen, dass es wichtig ist, dass wir diese Wege für uns finden. Gerade in der jetzigen Zeit, in der wirklich das Dunkel gegen das Licht kämpft. Ihr spürt es an allen Ecken und Enden. Auch unsere derzeitige Situation gehört dazu. Es ist uns auch bewusst und wir stehen auch gerade in dieser Situation. Und es wird sich verschärfen. Also wir befinden uns ja in der Zeit der Transformation. Das alte Dunkle wird zu Ende gehen. Und das Dunkel weiß es auch schon oder ahnt es zumindest und bäumt sich noch einmal auf und schreit laut, macht viel Lärm, macht viel kaputt, will es auch. Ihr seht das weltweit, die vielen Unruhen, die vorsätzlichen Zerstörungen. Ja, aber das ist eben, wenn der Teufel sich noch einmal aufbäumt, das Licht hat längst gesiegt. Das Licht in den höheren Ebenen ist vollkommen frei, rein, und in diesen höheren Ebenen haben Kämpfe stattgefunden und die sind bereits alle entschieden. Das heißt, auch wenn die Zeit noch unruhiger wird, wir müssen nur in unserer Kraft bleiben. So, jetzt geht's aber zu Hildegard, sonst habe ich nämlich gleich ja auch das Gebet schon mitgemacht. Also, sie fragt, oder beziehungsweise Wieckhard Strelo, der koppelt sich mit Hildegard zusammen und übersetzt vieles, was sie damals in komplizierter lateinischer Sprache aufgeschrieben hat, die Kirchenfrau, die ja dieser Sprache auch mächtig war, in unsere Zeit, in unsere Sprache, zu unseren Themen. Trotzdem kommt sie hin und wieder im Originalwortlaut auch vor, und zwar dann vor allem, wenn sie ins Jenseits schaut und wenn sie sieht, zum Beispiel, wenn Menschen mit Seelenkälte eines Tages hinübergehen müssen, was erwartet sie dort? Das kann sie sehen und das beschreibt sie auch. Und dazu kommen wir auch. Also, was ist seelische Ausstrahlungskraft? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist nicht nur eine der bekanntesten Arien aus Händels Messias, sondern auch die Heilsgewissheit des ruinierten Hiob aus Hiob 19 aus der Bibel. Also die gewaltigste Kraft, mit der die heile Seele die allerschlimmsten Schicksalsschläge im Leben überstehen kann. Jedes Leid, jede Krankheit, jeder noch so furchtbare Schicksalsschlag enthält eine Botschaft, die stärker ist als alles, was wir bisher im Leben erfahren haben. Die seelische Ausstrahlung ist die stärkste Abwehrkraft gegen Höllenqualen einer Krankheit, sei es Rheuma, Krebs oder Migräne. Hildegard sieht die verlorene Seele im Abgrund. Aber Gott möchte die Seele vor dieser Katastrophe schützen. Er ist immer wieder da, um den geschwächten Menschen in den Arm zu nehmen und seine Seele zu heilen. Wörtlich sagt Hildegard, es gibt kein Geschöpf, das nicht in sich einen Sternenstrahl Gottes trägt, sei es das Blattgrün oder sein Same, die Blüten oder sonst eine Pracht. Sonst wäre es nicht ein Geschöpf. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie sind die destruktiven Worte und wie ist das Bild der Seelenkälte, das Hildegard von Bingen erblickt? Die toten Seelen der Nihilisten,
wohnen in einer notdürftig hergerichteten Turmruine mit einem flachen Schilddach. Die zwei Arme hängen wie die zwei Schilddrüsenlappen aus dem Schilddach heraus. Absichtlich haben sie ihr Leben von den Lebensfreuden abgeschirmt. Und ihr Körper hängt wie eine lebende Leiche aus den Schießscharten ihrer Festung. Die drei Fenster symbolisieren die Eigenschaften der toten Seelen: Verderben, Vernichtung und Menschenhass. Sie möchten auch alle anderen mit ins Verderben ziehen. Wörtlich: Ich bin nur dazu da, zu töten und zu plündern. Was habe ich für Ziele und Absichten? Nur das vernichtende Feuer, um die anderen ins Verderben zu schicken. Ich hasse die strahlende Schönheit des Lebens und verweigere die guten Taten der Nächstenliebe. Ich halte nichts von aller Schönheit und Pracht des Lichtes. Ich bin nur dazu da, die Seelen abzutöten und Leichen auszuplündern. Das ist meine Lebensaufgabe und davon verstehe ich etwas. Und das ist der Wille des Bösen, von dem ich abstamme, denn ich bin seine Schimpf und Schande. So das Wort von Hildegard. Was sind die organischen Auswirkungen der Seelenkälte? Seelenkälte und Abwehrschwäche führen zur Erkrankung des autonomen Nervensystems, und zwar in der Region der Brustwirbelsäule, ganz speziell zu Folgeschäden am achten Brustwirbel. Das hier austretende Nervenpaar ist für die Funktion von Stoffwechseldrüsen wie Schilddrüse und Bauchspeicheldrüse verantwortlich und regelt die Verdauung. Das Verderben hat eine besondere Beziehung zum Enddarm und zur Ausscheidung. Oft häufen sich im Enddarm krankmachende Stoffwechselendprodukte, wie zum Beispiel Ammoniak, Skatol, Indol, Dioxin, die Krebs und Nervenschwäche auslösen können. Die Verdorbenheit führt darüber hinaus zu einer Art Vergiftung und kann den Darm entzünden und auch zu Hämorrhoiden führen, wodurch lebensbedrohliche Autoaggressionskrankheiten entstehen können. Hildegard sieht die Ursache der Seelenkälte in einem Mangel an Gottvertrauen. Diese dämonischen Mächte verkünden: Gott ist tot, es gibt keinen Gott. Sie brüllen mit gewaltiger Propaganda: Wer ist schon Gott im Vergleich zu uns? Diese Geister missachten Gott, als gäbe es ihn nicht. Sie überreden die Menschen, sich von Gott zu verabschieden und ihn zu missachten, weil sie alle Menschen mit ins Verderben reißen wollen. Das Symbol und das Symptom der Seelenkälte. Hildegard sieht die Seelenkälte am Abgrund, mitsamt seinen Qualen. Denn wer nicht auf Gott vertraut, wird Schiffbruch erleiden. Hildegard sieht in ihrer Vision über die Seelenkälte ein gewaltiges Feuer. Das sind jetzt die Bilder fürs Jenseits. Glühendes, kochendes Blei mit Schwefel und feurigen Würmern vermischt. Man kann sich die Krankheitsfolgen dieses Höllengebräus aus Schwefel und Blei vorstellen. Und in der Tat sitzt der Tod im Darm, wenn die Darmbakterien durch dieses Gebräu zerstört werden und die Abwehr zusammenbricht. Das Seelenheil in Aktion, also wir kommen jetzt von der Seelenkälte zum Seelenheil. Warte mal. Ja. Wer heilt die verzweifelten, traurigen, abgestorbenen, ausgetrockneten Seelen? Diejenigen, die unter der Last des Lebens zusammengebrochen sind? Heilen kann nur, wer die Seele und ihre Heilkräfte aktiviert. Heilen, befreien, erlösen kann nur das göttliche Heilungspotenzial, das im Menschen verborgen liegt. Die Heilung der Seele ist daher reine Vertrauenssache auf die Heilkräfte Gottes im Sinne der Naturgesetze. Gegen die Natur kann niemand gesund werden. Nur wer sich den Heilkräften Gottes ganz und gar anvertraut und seine heilenden Prinzipien beachtet, kann ganz und gar an Körper, Seele und Geist geheilt werden. Ja, und es gibt heilende Worte und ein Bild der seelischen Ausstrahlung.
Du bist der Pfeil des Satans, der durch die Nacht flieht. Du verwundest die Auserwählten durch schwere Leiden, weil sie etwas wollen, was du nicht willst. Du willst sie vernichten, aber du schaffst es nicht. Denn die Glückseligen erheben sich mit der Kraft des Glaubens und mit den Kräften der Engel und beschneiden deine Macht. Wie sich der Hirsch nach frischem Wasser sehnt, so wünschen sie, dich zu ersäufen. Sie werden dich durch die Taufe mit den 7 Gaben des Heiligen Geistes wie in einer Sturmflut ertränken. Dadurch wirst du verschwinden, weil du ein Gegner Gottes bist. Ich aber bin das Fundament aller Güter im Leben und der Schutzturm für die guten Werke. Christus ist unser Vorbild und Heiler. Ich kümmere mich um alle suchenden Menschen. Ich stärke sie durch die Taufe und heile die Kranken durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du wirst wieder auf dem Weg des Heils gesund werden und durch das strahlend weiße, unverbrauchte Leben, das wie eine Lilie in Christus erblüht. Und somit gehöre ich zu den Erlösten Gottes. Ja, und dann gibt es noch das letzte Kapitel hier, das heißt die spirituelle Heilung. Es gibt Zeiten, in denen wir uns saft- und kraftlos fühlen, weil wir uns gänzlich von unserer spirituellen Heimat abgeschnitten haben. In diesen Zeiten spüren wir unsere begrenzte menschliche Energie und reagieren mit Lustlosigkeit, Müdigkeit und Erschöpfung, wodurch schließlich und endlich unser körpereigenes Abwehrsystem Energie verliert und versagt. Durch diesen Energiemangel können unzählige Autoaggressionskrankheiten entstehen. Ziehen Sie die Notbremse und setzen Sie Ihr ganzes Bestreben daran, die kosmischen und göttlichen Kräfte in Ihrer Seele wiederzuentdecken. Das Hildegard-Fasten ist der schnellste und erfolgreichste Weg, diese spirituelle Kraft in Ihrer Seele zu entdecken. Sobald Sie Ihre begrenzten Energiereserven mit den göttlichen und kosmischen Energien verbinden, lösen Sie eine spirituelle Kernschmelze aus und Ihre tote Seele wird wieder lebendig. Entdecken Sie im Fasten die Kräfte Ihrer Seele durch Nachtwachen, Fasten und liebevolle Hinwendung zu anderen Menschen. Wer nämlich nicht sucht, lernt auch nicht, die Kräfte seiner eigenen Seele zu finden. Kein Mensch kann Gott leibhaftig sehen. Er strahlt aber mit einer derartigen großen Kraft und Schönheit in seiner Schöpfung und schenkt dem Menschen alles, was er zum Leben braucht. Beschäftigen Sie sich auch immer wieder mit den heilenden Worten der heilen Seele, nämlich dem Hildegard-Gebet für die seelische Ausstrahlung. Und das geht so. Noch einmal. Ich aber bin das Fundament aller Güter im Leben und der Schutzturm für die guten Werke. Christus ist unser Vorbild und Heiler. Ich kümmere mich um alle suchenden Menschen. Ich stärke sie durch die Taufe und heile die Kranken durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du wirst wieder auf dem Weg des Heils gesund werden und durch das strahlend weiße, unverbrauchte Leben, das wie eine Lilie in Christus erblüht, sprach die seelische Ausstrahlung.